Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Euden, und willkommen zurück zu Bioshock 1 Remastered. Mit mir, dem Zahle, an der Käsetheke. Schleichend, nicht laufend. Jetzt laufend, nicht schleichend. Tötend. Sich versteckend. Nachladend. Sich heilend. Moment mal, da ist nochmal einer. Da ist nochmal irgendwo ein Houdini unterwegs. Na? Na, komm ruhig her. Wir haben alle Geräte auf unserer Seite, du mieser Knochen. Du mieser Knochen. Wo ist eigentlich Rosie? Wow, das ist alles schon ziemlich... Es ist schon ziemlich... Panzerbrechend haben wir nicht. Haben wir gar nicht mehr. Nur noch hier. Nicht mehr viele. 12 Granaten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Destilliertes Wasser brauchen wir auch. Burp. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudekühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet: Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Er ist also ein Trudekühl. Ein Trudekühl. Wenn mich nicht alles täuscht, und ich kann echt kein Französisch, liebe Freunde. Heißt Arschloch. Wow. Okay, da ist nochmal eine Kamera, die wir nicht auf unserer Seite haben. Das ist ganz schlecht gerade. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Kommen wir darüber? Ich hab's gewusst. Bist du da? Ja. Nein, scheiße, da wollte ich eigentlich gar nicht runterfallen. Na, dann nehmen wir nochmal hier die Waffe. So, die ist erledigt. Oh, wow, wow. Oh, scheiße. Wow, wow, wow. Das war jetzt sehr überraschend. Hahaha, okay. Alarm. Gar nicht gut. Gar nicht gut mit dem Alarm. Na komm. Na komm, komm, komm. Wir müssen dich retten, kleine Little Sister. Doch, 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 doch. Wir tun dir doch nur Gutes. Wir retten dich. Ich schau mal, ob ich erstmal ein bisschen mit dem... Ja, ich glaube, ich will mal ein bisschen Schrot. Gucken wir mal. Hier sind wir im Käsebereich. Ich gehe jetzt da jetzt aber nochmal außen rum gleich. Und wir holen uns diese zweite Kamera. So, die ist gleich hier. Hacken. Wie sieht's da aus? Okay, eigentlich auf den ersten Blick eigentlich noch relativ angenehm.
Nach links unten müssen wir, sehe ich gerade. Zu spät. Zu spät reagiert. Zu spät gesehen, dass es hier alles zu ist. Und naja, müssen wir uns ein bisschen Scheiße. Vor allem auch hier wieder. Oh Gott, nein. Nein! Jetzt sind wir aber, glaube ich, tot, oder? Jetzt habe ich es aber megamäßig verkackt. Gott. Assas, Outhack. Tschüss. Ah, muss auch mal sein. Ab und zu muss man auch mal ein bisschen den Noob raushängen lassen. Bis jetzt haben wir alle gut gehackt. Dann haben wir jetzt halt einmal nicht gut gehackt. Kommen wir hier nicht über den Tresen? Nochmal ein Film. Sehr gut. Wir haben ja schon ziemlich lange keine Fotos mehr gemacht. Ne? Oh, guck mal, nochmal eine Rosie. Aber ohne Little Sister. Dann krallen wir die uns mal. Oh. Aber. So. Zack. Die Schritte sind schon geil, ne? Hier von Rosie. Macht schon echt was her. Macht schon gut was her. So. Kommst du mal schnell mit, Fräulein? Und wir gehen jetzt mal wirklich ganz stupide den Pfeilen nach. What? Ah, alles klar. Ja, dürft ihr gerne machen. Alle kämpfen auf unserer Seite. Spart uns halt auch Unmengen an Munition, muss man schon auch so sehen. Rosie, kommst du mit? Ja. Hilf uns, Rosie, hilf uns! Yes! Ach, sehr schön. So, das könnte natürlich gefährlich sein. Wir müssen jetzt hier lang und danach rechts. Tadim, 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 tadim. Warte, was? Ach du Scheiße, Bienen! Viele tun mir alle weh. Flächiges. Ich denke mal, hierfür benötigen wir dann mal ein bisschen Napalm. Oder? Das hört sich zumindest mal irgendwie ein bisschen schlau an. Securitas. Ach, das war's wohl schon. Ah, komm. Oh mein, die Arme, ey. Guck mal alles an. Krass, ne, eigentlich. Wie schnell das Napalm wie schnell das leer wird einfach. Ist das jetzt schlecht? Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe.
Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Mhm. Okay. Ist also eine Art Krebs. Eine Art Geschwür. Ich hätte gerne mehr Slots. Plasmid-Slot. Körpertoniker-Slot. 100. Benutze deinen eben gekauften Slot, um ihn mit etwas zuvor gelagertem auszustatten. Maximale, ich habe nicht mehr gelesen, wie das Achievement hieß. Wir haben auf jeden Fall ein Achievement erhalten. Was können wir da? Okay. Bekämpfen Sie Ihre Gegner mit der Kraft des Hurricanes. Lustig, wie sie durch die Luft fliegen. So, da haben wir jetzt alle. Kampftonika, was? Insektenschwarm? Setze einen Schwarm stechender Insekten frei, die mehrere Feinde gleichzeitig angreifen. In welchem? 60, da haben wir noch 60. Kaufe mal einfach so. Nichts leert einen Raum wie ein Schwarm stechfreudiger Hornissen. Warnung: Für Benutzer mit Insektenstichallergien nicht empfohlen. Das ist ein echtes Plasmid. Hetzen Sie Insekten auf Ihre Gegner. So können Sie viele Gegner gleichzeitig attackieren. Sehr gut. Wir haben ja keinen mehr. Ja gut, Thomas, verringert die Preise an Verkaufsautomaten. Zack, mit dem Plasmid, Expert Plasmid, können Sie Ihre elektromagnetischen Signale so ändern, dass Sie die Preise jedes Verkaufsautomaten manipulieren können. Sie werden sehen, dass es sich sofort auszahlt. Auch nein, das ist... Ach so. Na, dann lagern wir das in der Genbank. Weniger Schaden durch Feuer und fügen mehr Schaden zu. Da müssen wir aber... Ja, da müssen wir jetzt einmal gut Adam sammeln in Zukunft. Guckt euch mal die Hand an. Bleibt da, Rosie. Wir brauchen dich noch. Die sehen dann manche schon, ne? Also das ist schon ordentlich ekelhaft. Und das. Halleluja. Rauchsteuerung. Ah, okay, damit sie ruhiger werden. Napalm, alles klar. Halleluja. Nein. Ach du Scheiße, echt. Boah. Und gerade ein Energiepack eingeworfen, Mann. Gerade eben. Das ist mir ehrlich gesagt doch ein bisschen zu langsam. Junge. Okay, das ist jetzt noch ganz am Anfang wieder. Alter Schwede. Das ist ja jetzt krass. Okay, es läuft auf jeden Fall so eine Zeituhr. Das habe ich jetzt mitbekommen. Da bin ich jetzt ehrlich spielerisch ein bisschen in Panik geraten. Und wenn die abläuft, ist... ist der Rauch wieder weg. Dann verzieht sich der Rauch wieder und dann sind die Bienen wieder unruhig. So. Stirb halt. So.
Siehst du das Klacken? Wo ist denn eigentlich... Wo ist denn eigentlich Rosie hin? Ach du Scheiße, nein! Ja, Rosie, komm doch mal! Kein Eve mehr. Scheiße, Mann. Was ist mit Rosie? Jetzt geht das gar nicht mehr auf. Scheiße. Ich verstehe schon. Rauchsteuerung und dann geht aber... schon klar, ich verstehe jetzt, glaube ich. Bringt uns halt jetzt nichts mehr, wenn wir eh keinen... Verdammt. Das ist eine tricky Stelle. Hau, Eve. So, jetzt werden sie langsam wieder unruhig. Fünf haben wir. Voll Gänsehaut, ne, überall. Ich bin jetzt auch deswegen ein bisschen ruhig. Weil mich das voll mitnimmt gerade so. Sechs Stück, eine noch. Oh, wow, 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 hau ab. Na? Nahkampfangriff. Ach du Scheiße, Mann. Hier muss es noch irgendwo sein. Boah, welche haben wir denn jetzt noch nicht? Gott, da ist echt keine Munition mehr gleich. Das ist richtig scheiße. Mann. Scheiße, Mann. Alter Schwede, hey, diese Stelle. Vor allem wird es nicht einfacher, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn wir sterben, ist alles hinüber. Da haben wir keine Pistole, keine Munition mehr, gar nichts. Wir haben jetzt schon fast nichts. Acht Pistolenkugeln, Mann. Zwei Schrotflinte. Das kann es doch nicht sein. Da war ich irgendwas entscheidend doof. Aber entscheidend doof. Zack, Ende. K
krass. Da mache ich irgendwas entscheidend doof. Boah, das ist jetzt schon fies. Das ist ultra fies. Wir können die alle natürlich auch nicht da irgendwie rauslotsen oder sowas. Mehr Munition. Haben wir irgendwie Geld? 300. Pff, aber 300 ist halt nichts wert eigentlich. Für 300 können wir uns nichts wirklich Hilfreiches kaufen. Na komm, verbrenne. Eieieiei. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Und Sie schämen sich. Oh Gott. War ich jetzt gerade so blind vor der ganzen Stelle, dass ich da schon längst alle 7 hatte? Jetzt lässt er uns Wasser... Ja, Gott. Zahle. Ich hatte eigentlich schon alle. Und ich dachte, ich hätte noch eins gebraucht. Auto hacken. Hacken. So, Geschütz gehört uns und Kamera haben wir auch gleich. So, wo müssen wir hin? Ach Gott. Runter, rüber. Und hier nochmal. Oh nein! Was? Das geht doch gar nicht. Die sind doch alle kaputt. Was? Das geht doch gar nicht. Was? Nein. Nein. Wir müssen irgendwo so einen Sicherheitsschalter finden. Hier, nee, das ist er nicht. Alter, nein. Nein, wir haben doch keine Munition. Ganz am berechnet. Ah, scheiße. Nein. Wo ist die Alarmsache? Nein. Nein, Alarm deaktivieren, bitte. Ich möchte den Alarm deaktivieren. So. Haben wir Personen? Antipersonen 106, okay. Das nehmen wir jetzt mal. Das ist schon hart gerade ein bisschen. Und gerade ging es noch so gut, ne? Und jetzt wieder... Was? Hier haben wir noch eine Little Sister? Nee, haben wir nicht. Wir haben einfach nur eine Rosie, aber wir haben kein Eve. Nein. Beziehungsweise nicht ausreichend Eve. Um sie auf unsere Seite zu bringen. So. Oh, jetzt wo wir das haben, machen wir jetzt mal Schluss und spielen morgen weiter in der nächsten Folge Bioshock 1 Remastered mit mir, dem Zalle. Danke fürs Zusehen. Oh Gott, wir sind so geschwächt. Aber wir sehen uns morgen und da werden wir wieder stark sein. Ciao und Servus.